Airbus verkauft fast 140 Flugzeuge nach China für fast 23 Milliarden Dollar. Darunter seien 100 Kurz- und Mittelstreckenflieger der A320-Familie sowie 40 Langstreckenflieger A350, so der Flugzeugbauer. Doch das Airbus-Flaggschiff A380 ist nicht dabei. Und da China als der größte Flugzeugmarkt der Zukunft gilt, kann das als schlechtes Zeichen für das Riesenflugzeug gewertet werden. Während der Vertragsunterzeichnung soll aber vereinbart worden sein, wie der A380 wieder attraktiver gestaltet werden kann. Laut einem Bericht der Wirtschaftswoche droht einigen Modellen sogar die Verschrottung. Verkauft fast 140 Flugzeuge nach China für fast 23 Milliarden Dollar. Darunter seien 100 Kurz- und Mittelstreckenflieger der A320-Familie sowie 40 Langstreckenflieger A350, so der Flugzeugbauer. Doch das Airbus-Flaggschiff A380 ist nicht dabei. Und da China als der größte Flugzeugmarkt der Zukunft gilt, kann das als schlechtes Zeichen für das Riesenflugzeug gewertet werden. Während der Vertragsunterzeichnung soll aber vereinbart worden sein, wie der A380 wieder attraktiver gestaltet werden kann. Laut einem Bericht der Wirtschaftswoche droht einigen Modellen sogar die Verschrottung.